Herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 Folge 27. Heute ist der große Tag gekommen. Wir werden unser schmächtiges, kleines, beschissenes Häuschen verlassen, auf ein ordentliches Grundstück ziehen und auch schon ein bisschen Hausbau betreiben, so wie es halt finanziell geht. Aber die meisten Möbel haben wir ja. Wir haben Wohnzimmer, wir haben eine Küche, Esszimmer, die Schlafzimmer, Badezimmer, sogar schon eine Badewanne, damit wir den Hund baden können. Wir haben einen Schachtisch, wir haben Observatorium-Dingsterbumster. Oh, da hat der Junge gerade die Hausaufgaben beendet. Das ist doch schön. So, ich würde dann gerade sagen, fackeln nicht lange, die Mutter macht das mal. Die Mutter, die nimmt das jetzt in der Hand. Gesagt, jetzt kommen, wir haben Kohle gespart. Wir ziehen jetzt um. Ah, hier, Haushalt umziehen lassen. Wir ziehen jetzt um. Wir packen es an. Wir ziehen raus aus der Wüste. Wir wollen auch mal schöneres Wetter. Wir wollen auch mal kühleres Wetter. Wir wollen Schnee. Wir wollen alles, nur nicht mehr Wüste. Ich hatte mir ja überlegt, dass wir nach Willoughby ziehen. Und zwar wollte ich eigentlich vergessen, wollte ich auf Dachgrundstück ziehen. Ich ziehe jetzt auf dieses Grundstück hier. Könnten wir verkaufen? Ach, das wäre halt auch eine Challenge. Das Haus schon ein großes Haus, aber keine Möbel und nur $500. Aber Möbel behalten und Grundstück planieren. Da haben wir 32.000. Und tadam, wir sind umgezogen. Und dann auch noch in das. Ich glaube, dass das Grundstück das war, aber. Und dann auch noch in das etwas bessere Viertel, weil guckt mal bitte hier diese pompösen Häuser an. Aber wie ich gerade sehe, hier steht ein Essensstand. Geil. Cool. Und hier stehen auch Schachbretter und alles. Grill. Das ist schon mal eine tausendmal coolere. Halt eine kleine. Das sind halt hier die vier Grundstücke. Hier ist noch so ein kleines Beet. Schlängelt er sich hier rum, hier rum, hier rum. Hier sind die Angelplätze. Ist hier nicht auch noch so ein Garten? Oh mein Gott. Hier ist eine. Oh mein Gott. Sollst du was machen? Bahn gestalten. Geil, befahren. So, die ganze Family geht jetzt eben alle noch im Schlafanzug. Cool. Irgendwie ist hier auch diese. Wie heißt die Familie nochmal, die da wohnt? Weil das ist ein komplett schwarzes Haus und. Die ist irgendwie noch in. In Rot. Pink, als ob dann noch für. Valentinstag oder so geschmückt. Boah. Bei ihr ist ein Bug, sie hat nämlich keine Schuhe an. Gerade
sagen, er muss jetzt gehen und Grundschule besuchen. Und er hört jetzt auch mal auf. Sie hört auch mal auf. Otto, zieh mal bitte dein normales Tagesoutfit an. Du auch. So. Jetzt Baumodus. Dann spielt man ja automatisch direkt zu dem. Ich würde ein Prinzip, wie kann ich solches beschreiben? Ein modernes Haus. Alle Fälle was Modernes. Glaube, ich nehme sehr groß. Da will ich schon hier die nehmen. Aber ja, so. Und da, und zwar soll hier quasi die Haustür reinkommen. Und als Dings nehmen wir was Modernes aus. Boah, der ist so teuer. 120, aber das sieht schick aus. Der wäre was billiger. Und der Skin-Game wäre noch billiger. Sieht aber auch aus. Ich glaube, ich tendiere zu dem hier. Der ist. Nimm den. So, als Tor. Angeblich kann ich keine Wände überschneiden, aber. Wo soll das denn hin? Oder wenn ich jetzt hier eine gemacht, dann geht das bestimmt wieder. Dann muss ich mal eben bip.moveobjekt. Was ist Objekt eingeben. Jetzt mal eben direkt ausprobieren, ob die Sims da jetzt überhaupt hinkommen. Mit ihr, mit der Mutter hier hingehen. Boah, wie das aussieht. Wir müssen auf alle Fälle, das ist glaube ich jetzt die mittlere oder die ganz hohe. Ich bin ja ein Freund der niedrigsten Wand, das gebe ich ehrlich zu. Also der Vater grillt sich hier hinten schnell noch was, weil der bisschen Hunger hat. Ach, da kommt auch direkt der Freund von der vorbei. Ja. Ist halt ein bisschen. Ich das aber gerne andersrum haben. Können lernen, über Interessen reden, geh mal dahin. So, das sieht doch schon mal gut aus. Oder? Also, ne, das ist nur die mittlere Höhe.
Das wäre die große, was dann nochmal einklotzt. Aber ich vertrete die kleine Wand für Haustüre. Die ist halt geil. Aber ein bisschen altbacken. Aus diesem Grund nehme ich hier. Ist auch sehr altbacken. Ist das? Durch die Mitte? Das ist eine Schiebetür. Boah, sind die teuer? Gibt es so eine ähnliche Tür? Gibt es doch auch. Ja, das hier die. Ein stabil kommt es eine Doppel. Türset, Schubbügel ermöglichen Kunden in einfachen Zutritt. Na. Das ist auch nicht. Das wird schon. Boah, ist teuer. So. So, und jetzt müssen wir erstmal Wände ziehen. Weiß nur, da mir hier die Wand schon wieder viel zu gerade ist. Deswegen baue ich hier noch ein paar. So Bubbles oder so Art Säulen rein. Vierer Abstand. Muss das hier auch einmal kürzer und so. Das ist so das Grundgerüst, würde ich behaupten. Und jetzt, also ich mache das gerne mit einer hohen, mit dieser mindesten, liebsten, aber ich werde wohl nur die hier nehmen. Mal so im Vergleich von der Höhe her. Da tut sich nichts. Nicht viel grenzt sich den Garten eigentlich gerne wirklich so ab. Kostet zwar jetzt echt ein Schweinegeld. So, und jetzt nehme ich als hier diesen Natureingang und setze in diesen Natureingang. Noch dieses Tor rein. Man hat zwar trotzdem diesen Bogen, hat aber trotzdem noch diese, so diese eine Tür im Prinzip. Das sieht dann schick aus. So, hier hingehen bitte. Ach, jetzt quatscht die erst noch mit dem. Ja, einmal plus. Ja. Der Hund liegt da schon. Dick ist zur Arbeit, fleißig. Dann wird der nämlich, wenn der nach Hause kommt, befördert. Der wird heute befördert. Wieso die da durch? Das ist okay, damit kann ich leben. So, jetzt der nächste Stock. Da kommt die Wand weg wieder. Da mache ich nämlich diese Ecke so. Da kommt ein bisschen Grün hin. Ein kleiner Balkon. Oder so, mal gucken. Großer Balkon.
Dach mache ich so ein. Ich nenne es einfach ein Flachdach. Oder mache ich das lieber mit der? Ich mache. Ne, ich mache das mit der niedrigsten. Das sieht okay. Sieht okay aus. Ach du Heilige, wir haben noch gar keine Fenster und ich habe schon sofort kein Geld mehr. Das ist typisch ich. Ich müssen da überall die weißen Basic-Leisten natürlich. Noch drauf. So. Hier soll ja eine Terrasse werden. Dann mache ich da schon mal. Jetzt ist, da halte ich mich jetzt auch einheitlich. Und da soll so ein kleines Dächlein darüber. Ich guck gerade noch, ob ich hier vielleicht noch so eine. Brauche ich diesen Hauch hier, diesen Hauch von nichts Zaun in weiß. Dann ziehe ich nämlich ein paar mal quer. Sollte ich ja schon. So. Aber jetzt nehme ich den Abreißhammer und stand hier raus. Die von mir. Jetzt hat man da so ein. Möchte gern Fake-Dach. Jetzt würde ich gerne Säulen haben, weil das sonst total hässlich ist. Und zwar diese hier. Wenigstens ein paar. Oha. Kann man die untere Säule auch noch drehen? Weil das so hässlich ist. Es gibt hier nur unten. Diese Säulen sind halt auch echt teuer. Okay, eine Runde Säule geht auch nicht. Dann kommen hier gar keine Säulen hin. Fertig. Die
Runden nämlich auch nochmal gut. Was versandt das? Boah, Fenster. Jetzt wird es schwierig. Aber das mit dem Schwierig werden sehen wir. Bitten aufzuhören. So, was soll ich denn? Das war's heute mit der Folge von heute. Ja, ich habe ja gesagt, das dauert ein bisschen. Wir haben im Prinzip nur den Grundgerüst. Von innen noch kein einziges Zimmer. Wir haben noch 9000. Das ist auch nicht wirklich viel mehr. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.